Sami Khedira, der hat ja auch diverse Champions League-Finals hinter sich. Unter anderem vor der WM 2014 stand er mit Real ja drin, hat den Pott geholt. Und jetzt wird er aller Voraussicht nach in Russland die dritte WM seiner Karriere spielen, im Trainingslager in Südtirol. So hat er sich bislang gezeigt. Strotz, der Mittelfeldmann vor Selbstvertrauen, will mit der Löw-Elf unbedingt diesen Titel verteidigen. Er ist Weltmeister 2014, spielt für Juventus Turin und zeigte zuletzt richtig starke Leistungen. Und anders als vor 4 Jahren in Brasilien war Sami Khedira diesmal schon lange vor Turnierbeginn topfit. 2014 war eine spezielle Situation mit dem Kreuzbandriss. Ja, das war auch mental nicht ganz einfach, weil es schon sehr knapp wurde. Aber jetzt, seit über 2 Jahren, spiele ich komplett ohne Verletzung durch. Seit fast 9 Jahren ist Khedira nun deutscher Nationalspieler, Führungsspieler dazu. Bundestrainer Joachim Löw vertraut seinem erfahrenen Mann, brachte ihn zuletzt gar für das Kapitänsamt ins Gespräch, sollte Torwart Manuel Neuer im Gegensatz zu Khedira nicht rechtzeitig fit werden. Ja, da kann ich mich auch noch mal ganz anders einbringen, weil ich nicht nur auf mich fokussiert sein muss und schauen, dass ich fit werden muss, sondern ich kann auch jetzt den Rundumblick haben, kann Mitspieler besser führen, kann andere Aufgaben noch intensiver übernehmen. Khedira will vorangehen, ein Vorbild sein, eben ein echter Führungsspieler. Genug Erfahrung hat er, um zu wissen, was ein Turnier wie das in Russland bedeutet. Eine Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes. Ja, das merkt man jetzt auch schon hier in der Vorbereitung. Klar ist noch ein bisschen hin bis zum ersten Spiel, aber die Vorbereitungen laufen schon. Deswegen, es ist ein spezielles Gefühl und auch mit den Jungs hier, mit dem Team. Das Team, es steht im Vordergrund und doch benötigt jedes Team besondere Spieler. Sami Khedira könnte in Russland so einer werden, dank seiner Erfahrung und seiner Fitness. Ja, apropos Fitness, also wenn Manuel Neuer dabei ist, dann als Nummer 1, so kann man das mal umschreiben. Er arbeitet ja, der gute Manuel Neuer, jetzt im Trainingslager an seinem Comeback und gleichzeitig an der WM-Teilnahme. Bundestrainer Joachim Löw hat in Bezug auf die mögliche Nominierung seines Kapitäns jetzt deutlich Stellung bezogen. Wenn er dabei sein wird, dann wird er sicherlich spielen, so Löw gegenüber der ARD. Voraussetzung für Neuers WM-Teilnahme sei aber, dass er gesund sei, selber das Gefühl habe, in guter Verfassung zu sein und dass alle Abläufe stimmen würden. Spekulationen um eine Ersatztorhüterrolle des 32-Jährigen, den hat der Bundestrainer also diese Absage erteilt. Wenn mit Neuer, dann als Nummer 1. Ja, eine Einheit zu sein, das wird der entscheidende Schlüssel dann auch sein, um den WM-Titel verteidigen zu können. Manuel Neuer, auch ein wichtiger Mann, arbeitet im WM-Trainingslager am Comeback, gleichzeitig an der WM-Teilnahme. Bundestrainer Joachim Löw hat jetzt in Bezug auf die mögliche Nominierung seines Kapitäns deutlich Stellung bezogen, hat gesagt, wenn er dabei sein wird, dann wird er sicherlich spielen. Das hat er gegenüber der ARD verlautbaren lassen. Voraussetzung für Neuers WM-Teilnahme sei aber, dass er gesund sei, selber das Gefühl habe, in einer guten Verfassung zu sein und dass alle Abläufe stimmen würden. Spekulationen um eine Ersatztorhüterrolle des 32-Jährigen hat der Bundestrainer somit eine Absage erteilt. Sprechen wir unter anderem drüber mit unserem Mann vor Ort. Neben Uli Köhler ist das Marc Bernbeck in Eppan weiter vor Ort. Grüße dich, Marc. Also wenn Neuer dabei ist, dann als Nummer 1. Jetzt nicht so überraschend die Aussage wahrscheinlich, oder? Nein, denn das hieße ja, dass er dann zu 100% fit ist, sowohl körperlich als aber auch von seiner Spielweise. Also das ist ja noch die große Frage. Manuel Neuer auch heute wieder volle Mannschaftstraining und hat wieder einen sehr guten Eindruck gemacht, auch wenn es ja heute nur eine Viertelstunde öffentlich war. Aber gestern konnte man die komplette Einheit sehen und da hat man schon den Fortschritt zum Beispiel zur letzten Woche, wo er bei Bayern München im Mannschaftstraining ja eingestiegen ist, gesehen. Also er zieht nicht zurück, er wirkt nicht verunsichert, er wirkt nicht gehemmt und das ist schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und wenn er das Ganze auch in den Testspielen, in den 3 möglichen, auf den Platz bringt, dann sind die Chancen sehr, sehr gut, dass er mitfährt. Und dann eben nur als Nummer 1. Ein Manuel Neuer setzt sich nicht auf die Bank. Ist in sich ein spannendes Thema. Ich finde es ja auch immer interessant, was dann mit Marc-André Ter Stegen ist. Wir haben das die Wochen ja auch immer schon besprochen. Ich weiß nicht, ob dieser Pressekonferenzplan schon durchgängig ist, ob du weißt, wann Ter Stegen auf dem Podium auflaufen wird. Weil was er von der ganzen Situation hält, wäre schon interessant, oder? Absolut, also der Pressekonferenzplan, der ist noch nicht raus, der wird eigentlich immer erst vom DFB am Tag vorher veröffentlicht. Morgen zum Beispiel überhaupt keine Pressekonferenz, da wird es nur individuelle Einheiten geben, also so ein bisschen Regeneration, denn das ist ja momentan sehr, sehr wichtig, dass alle in ihrem Fitnesszustand abgeholt werden und der ist ja komplett unterschiedlich, je nachdem, wie lang die Saison ging, ob man noch international gespielt hat, wie hoch die Belastung war und deswegen gibt es morgen eher so ein bisschen Schonprogramm. Marc-André Ter Stegen ist ja jetzt auch mittlerweile seit gestern
mit dabei. Und natürlich ist es für ihn eine ganz, ganz schwierige Situation. Er muss Gas geben, er weiß, er ist die Nummer 1 minus, 1 bis 2. Und er kann eigentlich selber nichts machen, denn es hängt alles nur von Manuel Neuer ab. Egal, wie er performt im Trainingslager, er kann selber nicht sich die Nummer 1 erkämpfen. Und das ist natürlich schon eine schwere Situation. Aber wenn man mit Marc-André ter Stegen spricht oder auch ihn auf anderen Pressekonferenzen oder Interviews hört, dann merkt man schon, dass er den Anspruch hat, die Nummer 1 zu sein. Auch wenn er das öffentlich nicht so formuliert. Er kann Manuel Neuer nicht angreifen und wird das auch nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass er für sich eigentlich weiß oder denkt, ich bin die Nummer 1. Manuel Neuer kann so schnell doch nicht wieder fit werden. Jerome Boateng hat ja was sehr, sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen Manuel Neuer. Er ist einfach nochmal ein ganz anderer Typ hinten drin. Und deswegen ist er für Jerome Boateng absolut die Nummer 1. Da gibt es keine Frage, auch in dem jetzigen Zustand. Wir haben noch viel zu besprechen. Ganz kurz noch zu dem Thema. Stand jetzt nach 3-4 Tagen dort Tendenz Neuer als Nummer 1 mit? Oh, ja, du stellst Fragen. Ja. Prozentual 70%, dass er mitfährt und dann eben auch die Nummer 1 ist. Aber man darf es auch nicht überhöhen. Also ich kenne auch die letzten Wochen und Monate, habe ihn immer wieder an derselben Straße auch erlebt und diese unzähligen Rückschläge. Also ich meine, eigentlich sollte er im Januar wieder zurückkommen. Ja. Das war ursprünglich mal der Plan, als er sich im Herbst verletzt hat. Und dann wurde das immer rausgeschoben, noch eine Woche, noch einen Monat. Und immer hieß es, naja, wir wollen nichts riskieren. Also das habe ich 100-mal gehört auf Pressekonferenzen, auch bei Bayern München. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Eine falsche Bewegung, irgendwo ein kleiner Mini-Riss wieder im Mittelfuß und das Ganze ist passé. Aber es sieht auf dem Platz sehr gut aus. Super. Ging ja auch nur um eine seichte Tendenz von dem Mann, der vor Ort ist und den tagtäglich sieht. Die habe ich geliefert, oder? Danke dafür. Ja? Perfekt. Herr Budelko. Thema, Marc. Und dann gucken wir auf die Kameraden, die heute auf der Pressekonferenz waren. Sami Khedira, Leon Goretzka. Wer hat da die Nase vorn? Goretzka, wenn wir so wollen, der Herausforderer oder der nicht immer unumstrittene Weltmeister Khedira? Ja, Platzhirsch gegen Herausforderer, gegen Newcomer, gegen Neu-Bayern-München-Spieler Leon Goretzka war schon eine besondere Konstellation heute auf dem Podium. Und die beiden verstehen sich ja ganz gut, auch wenn sie jetzt natürlich noch nicht die intensive Nähe haben. Leon Goretzka ja seit dem Confed Cup so der Durchstarter und Newcomer in der Nationalmannschaft und dann eben mit seinem Bayern-Wechsel jetzt ganz oben angekommen. Also das ist schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf dieser Sechser-Position. Das wird richtig spannend. Gesetzt ist nur Toni Kroos für mich. Alle anderen müssen kämpfen und selbst ein Sami Khedira als Weltmeister, als Führungsspieler, als möglicher Kapitän. Er hat eine ordentliche Saison gespielt bei Juve. Aber Leon Goretzka war auch richtig stark bei Schalke 04. Die 6 ist zwar nicht seine bevorzugte Position, er ist ja lieber im vorderen Drittel, aber zusammen mit Max Meyer auf der 6 bei Schalke hat er ja schon diesen offensiveren Part gespielt. Und das ist schon klasse, wie er das gemacht hat. Seine vertikalen Vorstöße, seine Dribblings, seine Kurzpass-Spieleröffnungen. Also das ist schon ein starker Mann, das ist die Zukunft. Ob es für die WM schon reicht zum Stammplatz? Ha, eher nicht. Da gibt es ja noch Gündogan, Rudi, für den wird es ganz schwer. Aber man sieht schon, diese Sechserposition ist richtig umkämpft. Marc, danke für den Moment. Liegen noch ein paar Themen auf der Wiese in Eppan. Gerne. Aber du bist weiterhin da. Da sage ich bis später. Ja, da liegen sie. Ja, genau. Toll zu sehen.